Materie kann selber Licht erzeugen, wenn ein Elektron eines Atoms von einem hohen Energieniveau auf ein niedriges Energieniveau springt. Ist der Sprung eines Elektrons groß, ist auch die Frequenz des abgegebenen Lichtes groß. Ist der Sprung eines Elektrons klein, ist auch die Frequenz des abgegebenen Lichtes klein. Wenn Licht mit Materie in Wechselwirkung tritt, kann ein bestimmter Anteil des Lichtes von einem Elektron eines Atoms absorbiert werden. Ist die Frequenz des absorbierten Lichtes groß, ist der Sprung des Elektrons auf ein höheres Energieniveau auch groß. Ist die Frequenz des absorbierten Lichtes klein, ist der Sprung des Elektrons auf ein höheres Energieniveau auch klein.